So, da, servus zusammen. Ich fange nochmal jetzt an. Wir schauen uns in dem Video das HTC U11 an, das U11. Ist es nur eine Kaufempfehlung? Ich schaue mir jetzt Handys an. Das ist jetzt mein neues Video-Format, also halt gebrauchte Handys, um zu schauen, ab wann kann man sich kaufen und mit dem normal leben und ab wann sollte man es eben nicht machen. Jetzt sind wir beim Preisbereich von plus minus 50 Euro. Also wirklich viel günstiger geht es nicht. Da haben wir das HTC U11. Das habe ich gekauft für 45 Euro. Zustand, je nach Land wird es unterschiedlich sein. Ihr seht Fingerabdrücke, das ist relativ wurscht. Im Prinzip makellos. Für das Alter absoluter Top-Zustand. Aber Zustand beiseite. Wir wollen uns eben anschauen, kann man das HTC U11 oder das U11 noch verwenden? Ist es eine Empfehlung von mir? Das schauen wir uns an. Speedtest, also allgemeine Geschwindigkeit. Apps öffnen und schließen schnell. Das ist kein Problem. Das ist wirklich mehr als in Ordnung. Seht jetzt auch die Kameraladezeit. Und so weiter und das Umschalten. Schauen wir mal Fotos. 1, 2, 3, 4. Ist nichts Besonderes. Also die Kamerageschwindigkeit, aber in Ordnung. Geschwindigkeit. Beim Speedtest hat das U11 eben nicht so gut abgeschnitten, weil es eben RAM-Probleme hat. Es ist so beim Verwenden relativ schnell. Und ich bin sehr zufrieden so mit der Geschwindigkeit, aber sobald es mehrere Apps offen habt, passiert es, dass sie abstürzen und dann braucht es ewig zum Laden. Stürzt ab und ladet, stürzt ab und ladet. Sehr, sehr, sehr zeitfressend ist es, aber sonst, wenn nicht zu so viele Sachen offen hat, ist es relativ schnell. Mit einer Geschwindigkeit von um die 47 Sekunden beim ersten oder beim ersten Teil vom Speedtest, was eins von den schnelleren ist. Also Performance ist jetzt auch selber, wenn man einfach navigiert, das ist einfach, es funktioniert einfach schnell, man ist schnell wieder da, dann ist man wieder schnell da, dann ist es einfach flüssig und relativ schnell für das Alter. Alles in Ordnung. WLAN-Signal, super, habe ich getestet, sehr gut. WLAN-Signal ist wirklich gut. Kameras seien auch in Ordnung. Was heißt in Ordnung? Der waren damals einer von den besten Kameras. Man hat eben nur eine, keine zwei. Und diese Kamera hier, diese zwei hat man. Und die Kameras sind wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Kameras gefallen mir super. Das ist wirklich gut. Paar Beispielbilder werde ich auch einblenden, aber könnt ihr auch alte Reviews anschauen, die Kamera war für damals super und ist immer noch gut. Tonqualität ist gut bei den Videos, Videoqualität ist für das Alter gut und Bildqualität auch gut. Die Taschenlampe ist auch relativ gut und ja, das wär's zur Kamera. Kameras seien beide gut. Kommen wir zu den Lautsprechern. Die Lautsprecher sind gut. Sind gut einfach. Da hat HTC gute Lautsprecher rausgebracht, die hören sich gut an, haben einen guten Bass, gute Höhen. Also einfach gute Lautsprecher für damals. Also wir reden jetzt immer jetzt von, wir vergleichen immer die Handys, die 2017 rauskämen sein. Von denen reden wir jetzt. Wir reden nicht im Vergleich zum, keine Ahnung was, von 2023. Nein, wir reden von Handys vor 6 Jahren. Der ist auf jeden Fall, aber man kann es immer noch verwenden. Um das geht es ja. Batterie schauen wir uns an. Das ist ja schon genug alt. Und wir schauen uns den Zustand an. Zustand ist bei, wo ist er denn? Bei 79%. Eigentlich ist er 3000 mAh Akku verbaut. Der ist aber nicht mehr voll leistungsfähig und hat nur mehr 79% Kapazität, 2364 mAh. Und da schafft er, schauen wir uns den Akku an, beim Akkutest
haben wir GFX, wo ist GFX? GFX. Da setzt es 231 Minuten und 813 Frames beim Batterietest. Das ist in Ordnung. Das ist bis jetzt, was ich gesehen habe, nur in Ordnung. Heißt 4 Stunden laut der App Benutzung. Mit Bildschirm an. Helligkeit war eingestellt auf 200 Lux, also Innenraum ungefähr. Bildschirmhelligkeit und eben, das ist der Akku. Der Akku ist eigentlich, muss man sagen, in Ordnung. Eben immer die App schließen, empfehle ich euch. Und ja, Benchmarks. Benchmarks hat halt den Snapdragon 845, ist jetzt nicht so interessant, muss ich sagen. Das haben die meisten Handys damals gehabt. Und das haben wir uns eh schon in den Videos angeschaut. Ich meine den 835. Und da haben wir uns eh schon die Videos angeschaut zum 835er. Der ist halt überall gefühlt in jedem High-End-Handy eingebaut worden. Und war eingebaut. Und deswegen, ja, muss ich sagen, ist es eigentlich nicht zu erwähnen, die Benchmarks. Da haben wir schon bei der Performance mit dem 835er einfach sehr flüssig. Überhaupt das Betriebssystem fühlt sich flüssig an. Und die Optik, ja, gefällt mir, finde ich nicht schlecht. Kommen wir nun zu einem Problem. Natürlich logisch die Updates, man hat keine mehr, ist wurscht. Man hat, ihr redet jetzt nur von den normalen Leuten, die sich nicht so extrem auskennen. Man kann immer eben irgendwelche Software nachinstallieren, aber von HTC sind wir nur bei Android 9. Und Sicherheitsupdate 1. Juli 2019. Also hat man 2 Jahre Sicherheitsupdates gehabt. Das ist natürlich, muss man halt wissen, dass das auf dem Sicherheitspatch ist und auf Android 9. Aber bis jetzt habe ich noch keine App gehabt, die nicht funktioniert. Aber man kann sich denken, dass manche Apps vielleicht in Zukunft nach gewissen Updates nicht mehr funktionieren werden. Das kann natürlich sein. Kommen wir nun zum Fazit. Was sage ich zum HTC U11? Es ist ein sehr schönes Handy. Haptisch, wirklich, fühlt sich echt hochwertig an. Damals war es ja eben ein Flaggschiff und das war halt sehr teuer damals. Es ist überall stark. Es ist eigentlich, es hat keine Schwächen. Hat gar keine Schwächen. Weil es ist überall stark. Es hat eine gute Kamera, die Performance ist gut, RAM-Management leider nicht, das leider eher gar nicht, aber es hat eine gute Kamera, ein sehr, sehr schönes Display, was sehr hell wird, was ich gemessen habe, maximal 705 Lux bei Weiß. Das ist ein sehr helles Display, für damals sehr, 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 sehr hell, muss ich sagen, und mit einer Auflösung von. Hat sogar ein 2K-Display, 5,5 Zoll, 12 Megapixel Kamera, man kann 4K-Videos aufnehmen. Das ist super. 169 Gramm, da sieht es die Maße. Also ein IPS-Display mit 2K-Auflösung, also super scharf, gestochen scharf. Ah, man hat also zwei Updates bekommen, 835er. Man hat eine MicroSD-Karte, 12 Megapixel Hauptkamera, gute Kamera, 4K halt nur 30 FPS, aber die Selfie-Kamera hat 16 Megabyte und kann Full HD-Videos aufnehmen. Das ist super. Dann hat man eben Fingerabdrucksensor, absolut zuverlässig. Absolut zuverlässiger Fingerabdrucksensor. Eben, wie schon gesagt, es ist einfach ein solides Handy und ich kann es auch für 50 Euro empfehlen, wer HTC haben will. Da gibt es nicht viel zum Sagen. Es ist einfach ein Handy, was man immer noch nutzen kann, wer jetzt nicht extrem viel Spiele spielt, wer mit 4 Stunden Screen-On-Time also zufrieden ist
Und wer eben weiß, dass man immer die neueste Software hat, die neuesten Sicherheit-Updates und so weiter, kann man eigentlich mit dem Handy super leben. Von mir aus gibt es Empfehlungen, das HTC U11 ist eins von den besseren gebrauchten 2017er Flaggschiffe. Das kann ich euch sagen, das kann ich auch garantieren, weil ich habe noch ein paar andere schon getestet, die werde ich euch dann auch zeigen. HTC U11 ist eins von den besseren gebrauchten Flaggschiffen. Und das kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr ein HTC U11 haben wollt, also Handy für 50 Euro. Ungefähr den Bereich, ich weiß nicht, in welchem Land es lebt, müsst ihr eh selber schauen. Ich werde einfach eh viele nur testen und dann entscheide ich dann am Ende selbst. Und dann am Ende selbst entscheiden. Ich kann ja nicht die Entscheidung für euch nehmen. Ich sage einfach nur, wie es ist. Das HTC U11 macht immer noch solide Videos, ein sehr gutes Display, sehr hell. Akkulaufzeit ist in Ordnung, finde ich. Auch für 80%. Das heißt, bei voller Kapazität wären wir bei 5 Stunden Screen On Time. Ungefähr kann man es umrechnen. Und eben, hochwertig, fühlt sich hochwertig an. Gute LED hinten, guter Lautsprecher, alles bis auf keinen Kopfhöreranschluss. Das ist schade, aber das ist halt der einzige Nachteil. Sonst gibt es eigentlich nur gute Sachen beim HTC U11. Absolute Empfehlung. Ich bedanke mich fürs Schauen. Servus, danke und ciao. Bis zum nächsten Video.